Guten Morgen, liebe Radfreunde. Ja, wir haben die erste Übernachtung hier auf unserer Radtour erledigt. War total okay. Der Zeltplatz ist okay. Was ist? Ist das die Wiese recht feucht ist hier, aber das ist normal. Ja, gut, die Schlafen haben wir beide. Jetzt packen wir langsam alles ein. Jetzt ist es 7.30 Uhr. Ja, wir werden gemütlich frühstücken hier noch, sodass ich denke, dass wir so ungefähr um 9 so losradeln werden. Bis dahin kann das Zelt noch ein bisschen trocknen und wir können uns später noch ein bisschen hübscher machen. So sieht es also aus, wenn wir auf dieser Fahrradtour, das ist ja für uns auch eine neue Erfahrung, alles zusammengepackt haben, um zum Frühstück zu rollen. Und wir machen das heute nicht am Platz hier, sondern auf dem Campingplatz gibt es ein ganz nettes, eine ganz nette Gelegenheit. War ich letztes Jahr schon, Holzbänke, Holztische, da werden wir uns gleich ein schönes Frühstück machen. Und ja, die haben alles ziemlich nass eingepackt, aber die Sonne hat noch nicht die Kraft und irgendwann wollen wir an der Kenke kommen. Jetzt ist es 8:30 und jetzt machen wir uns erstmal ein schickes Frühstück. Ja, wir haben uns das jetzt gemütlich gemacht hier in diesem Raum, in dem ich ja schon letztes Jahr war, was ich ganz praktisch finde für Camper und für Leute, die hier am Freien frühstücken wollen. Wir sitzen zwar nicht in der Sonne, aber das ist auch so der einzige Nachteil. Jetzt gibt es erstmal Kaffee, Brötchen, also so was Süßes und was Deftiges und dann geht es los. Also rückblickend gestern sind wir natürlich nicht viel Fahrrad gefahren. 25 Kilometer ungefähr sind wir gefahren, weil wir doch insgesamt dreimal nach Franzensbad reingefahren sind. Ich muss sagen, die Anreise war insgesamt okay. Weißt du noch die Stundenanzahl, die wir insgesamt mit der Bahn gebraucht haben? 5.15 Uhr los und ankomme. 11.40 Uhr. 11.40 Uhr, also so ungefähr 7 Stunden. Ganz grob gerechnet jetzt mal, wobei das absolute Highlight natürlich war der Papagei in der Vogtlandbahn, also muss man auch erstmal erleben, und dass der auf meiner Schulter war, war der Oberhammer. Ich taufe ihn Jackie. Und ja, ansonsten muss man sagen, die Anreise ging, aber was ich kritisieren muss, ist wirklich, dass das speziell in der Vogtlandbahn, der nur am schönen Wetter Wochenende Samstag ein einziger Waggon war, wo maximal 4 Fahrräder hätten rein dürfen, und dadurch, dass die Begleitung, Zugpersonal so nett war, sind bestimmt 10 Fahrräder drin gewesen in der Spitze, oder sogar 11. Wir konnten nicht mehr einsteigen. Also da muss man auch die Betreiber mal ein bisschen kritisieren, finde ich überhaupt nicht in Ordnung, wie man so kurzsichtig sein kann, nicht für entsprechende Kapazitäten wenigstens am Sonnabend zu sorgen. Ja? Aber genug der Nölerei, wir essen jetzt lecker Brötchen, trinken lecker Kaffee und dann geht es auf unsere erste Etappe. Unser Ziel ist heute die Talsperre Pirk auf jeden Fall. Und ich hoffe sehr, oder ich bin mal sehr gespannt, ob ich irgendein Déjà-vu habe. Ich habe ganz viel Wiedererkennungswert natürlich vom letzten Jahr. Müsste ja so zwischen Bad Elster und Adolf irgendwo sein. Ja, aufgrund meines Sturzes letztes Jahr, weil ich habe ja wirklich immer noch, also da wird sich auch nichts mehr einstellen. Ein Fadenriss. Ich bin mal gespannt, ab wann die Eindrücke wirklich neu sind für mich. Das werden wir ja nachher noch sehen. So, wir sind jetzt losgefahren und wir fahren jetzt am See noch entlang, bis wir einen Abzweig finden, der uns nach Capricce führt. Hier. Und jetzt haben wir schon den Ortseingang von Capricce erreicht. Capricce. Ja, ich sagte die ganze Zeit falsch. Also Capricce.
ist anscheinend ein Naturdenkmal, ne? Ja, leider kann ich kein Tschechisch. Vielleicht kann jemand von euch Tschechisch. Ich nicht. Ansonsten muss ich sagen, kurz nach dem Campingplatz ein paar Kilometer gefahren. Richtig schöne Landschaft, etwas ländliche Pricht, leicht wellig oder stärker wellig durchaus. Die Wegbeschaffenheit, wir fahren hier momentan auf dieser Route 23, dieser nationalen Route 23, ist nicht sonderlich schick. Ich glaube, ich habe im letzten Jahr was anderes gesagt. Das war wohl der Euphorie geschuldet seinerzeit. Also die ist ziemlich wurstelig, ziemlich viel Split bzw. bröckelig. Aber egal, wir sind allein. Schicke Reifen jetzt, ne? Ich habe jetzt schicke Reifen. Die breiten Reifen sind richtig klasse. Eins habe ich vergessen zu sagen, ich habe mich gestern eingedeckt mit Bad Franzens Badener aus der Heilwasser aus der Franzensquelle. Sah schon ziemlich rötlich aus beim Abfüllen und schmeckt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber so ein bisschen rostig. Aber ich führe quasi altes Eisen zu. Richtiges Mineralwasser. Ne? Mhm. Ja, schmeckt so nach altem Kupferrohr. Naja. Aber kann man ja mal probieren. Mein lieber Scholli. War eine ordentliche Steigung. Für mich Flachlandtiroler. Aber jetzt geht's schon wieder runter. Durch eine richtig niedliche Landschaft. Und ich glaube, jetzt kommt die Hauptstraße, wo wir links abbiegen müssen. Hier folgen wir dieser Hauptstraße nicht. Die geht nämlich nach rechts. Wir gehen nach links in Richtung Seeberg. Also jetzt fahren wir rein nach Ostroh. So, das müsste die Burg Ostroh sein, ne? Die Burg Ostroh. Hier ist Franzensbad. Wir sind am See Amerika lang gefahren. Abgebogen hier über Capriccio. Und dann. Genau, und dann hier weitergefahren Richtung Ostroh, Seeberg, wo wir jetzt sind. Ja, ich bin extra langsam gefahren und habe extra langsam geschoben, damit du ein gutes Gefühl hast. Zeit hat mich einzukremen. Damit du Zeit hast, dich einzucremen, genau. Ey, unglaublich, oder? Die Bremsen zurückgekommen, die sind da gerade schon gestanden und ist hinterher geschliffen worden. Oder? Ja. Also super heftiger Anstieg, also echt schon ein tolles Ding. Und alles und auch Abfahrt und alles unbefestigt halt. Da kommt dann der Schisser in mir durch. Ja. Jetzt mal kurz was trinken und dann geht er gleich weiter. Ja.
in Hasloff rechts über die Vorfahrtstraße hinüber. Wenig später nach links in Richtung Golf. Das heißt, wir müssen da drüben rein. Also Erkenntnisgewinne, Vlatislav ist nicht gleich Hasloff, denn Hasloff kommt nämlich 2 Kilometer später, da sind wir durch. Und in Hasloff gibt es einen Golfplatz. Daneben fahren wir gerade und ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, dann fahren wir sogar noch ein Stück übers Golfgelände. So, ansonsten, man wird es nicht hören, aber wir das ganz toll meistern. Viele Steigungen. Erster Gang. Nein, ich nicht. Mein Stolz gebietet mir das noch nicht. Das halte ich mir fürs Voralpenland vor. Hey, ordentliche Höhen. Jedenfalls für uns beide. Fährt hier erstmal am Golfareal vorbei. Von da aus sind wir gekommen. Und das ist das, was ich in Erinnerung habe. Auf der anderen Seite wird auch Golf gespielt. Und es setzt sich, glaube ich, auch noch fort, den Weg, den wir noch weiter zu fahren haben. Aber es ist richtig, richtig doll klasse. Und hier, das sieht auch ganz niedlich aus. Da kommt schon Gevatter Schwan an. Klasse. Hier hinter Skalka hat man einen schönen Ausblick. Ja, man denkt immer so, man ist jetzt schon oben und dann geht es immer noch weiter. Ey, die Höhenmeter sind echt der Hammer. Habe ich gar nicht so in Erinnerung. Junge, Junge, Junge. Aber man wird doch immer wieder mit schönen Blicken, Ausblicken belohnt, mit schöner Natur. Einfach klasse. Jetzt sind wir im Örtchen, ja, Vuledi, würde ich sagen. Geht es irgendwann durch den Wald. Interessanterweise steht überall, es geht weiter bergauf, es führt ja zur Quelle und dann geht es rechts ab in den asphaltierten Forstweg. Das schaffen wir doch mit links. Also die Quelle ist nicht mehr weit. Hurra! Auf geht's zur Quelle! Ja, also wir haben den Ort erreicht, wo wir anscheinend abbiegen müssen. Das ging nochmal ein bisschen hoch. Und jetzt müssen wir von der Straße runter und fahren jetzt auf einem asphaltierten Weg bergan
in Richtung Elsterquelle. Natürlich ist Oliver schon wieder vor, ist klar. Nimmt auch keine Rücksicht auf den alten Mann. So, jetzt haben wir das Schild gefunden, den Abzweig. Da geht es zur Pramen-Halsstrova, heißt es hier. Die Quelle, da wo der Elsterradweg beginnt. Das ist so ein kleiner Stichweg, den wir so schieben müssen. Und hier kann man schon das nächste Ziel sehen. Kann man das sehen? Bad Elster in 10 Kilometer. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Elsterquelle an, ob die noch da ist. So sieht das aus, wenn wir auf dem Holzsteg uns der Quelle nähern. Ein paar Meterchens nur. Und hier hat man sogar eine Sitzgelegenheit. Eine Sitzgelegenheit in der Sonne. Sehr schön. Und schön verpollt, herrlich. So, hier ist es also. Der Ausgangspunkt unserer Tour. Ja, die jetzt endlich wirklich anfängt. Mann, oh Mann. Nach etwas über 20 Kilometern starten wir endlich offiziell. Hier an der Elsterquelle. Richtig klasse, richtig nett. Jetzt haben wir an der Elsterquelle auch noch nette Leute kennengelernt. Wieder mal. Nur bevor wir weiterfahren, gibt es einen kleinen Imbiss. Wir hatten noch zwei Brötchen von zu Hause mitgebracht, belegt, und einen riesigen Apfel. Den teilen wir uns jetzt hier noch. Monsterteile. Bevor es weitergeht, wir haben uns extra nicht hingesetzt, weil hier wirklich alles mit Blütenstaub, mit Pollen gesegnet ist. Es ist überall drauf. Man kann sich dem ja nicht entziehen. Hattest du ein Foto gemacht vorhin, wie der Blütenstaub an der Haut ist? An meinem Arm, wo ich an den Haaren klebe. Das stelle ich mal, wenn ich daran denke, stelle ich das mal jetzt vielleicht ein, wenn ich den Film mache. Dann könnt ihr vielleicht sehen, es ist wirklich eine gelbe Schicht, die man so hat. Mhm. Über und über mit Blütenstaub bedeckt, aber trotzdem von der Elsterquelle wieder losgefahren, sind wir unterwegs. Jetzt nach einer rasanten Abfahrt durch ein Stückchen Wald, noch, ich schätze mal, 4 Kilometer. Und man trifft immer wieder, im Hintergrund wird man es vielleicht sehen können, alte Bauwerke, also Denkmäler, Gedenksteine oder Kapellen. Recht viel, was man da sich angucken kann. Kriegsgräber gibt es mit Sicherheit auch, hatte ich auch vorhin was gesehen. Denkmäler für Leute dann, ja. Ja, also, und immer wieder kann man sagen, keine flacher werdende Landschaft, gefühlt jedenfalls nicht. Es geht immer noch ordentlich bergab und aber genauso auch ordentlich bergauf. Also der Imbiss war... Das Verhältnis jetzt umgekehrt, das ist nicht mehr so viel bergauf, sondern andersrum mehr bergab. Mehr bergab, ja, das stimmt schon. Aber Gott sei Dank haben wir vorhin noch einen Apfel und ein Brötchen gegessen. Okay, weiter geht es. Jetzt sind wir in Richtung Bad Elster unterwegs. Ich schätze mal noch so 5 Kilometer, dann werden wir in Bad Elster sein. So, wir nähern uns Bad Elster durch den Wald, muss ich sagen. Also auf einmal wieder oder mehrere heftige Anstiege hintereinander. Also wir sind jetzt insgesamt, was für uns schon eine tolle Leistung ist, bei 500 Höhenmetern und 30 Kilometern. Deswegen kommen wir natürlich nicht ganz so schnell vorbei, aber kann mich nur wiederholen, landschaftlich richtig schön. Gibt es nichts zu sagen. Wir fahren jetzt, wie gesagt, schon mehrere Kilometer durch Waldgebiete. Das ist so herrlich. Richtig große Klasse. Was man hier kritisieren könnte oder was besser sein könnte, ist die Wegbeschaffenheit insoweit, weil das zwar teilweise asphaltiert ist, aber dass, wenn Asphalt ist, da liegt oft, also in der Mitte der Fahrspur, so eine Sammlung aus Tannennadeln und ganz fetten, losen Splitt, sodass, wenn man mal die Spur wechseln muss, doch ganz schön am Vorstellen ist, abgebremst werden kann und vielleicht im schlimmsten Fall sogar stürzen kann. Ansonsten aber eine bunte Mischung auch so an der Wegequalität. Wir sind jetzt eben über Waldboden unterwegs gewesen. Also asphaltiert ist hier bei Weitem nicht alles. Aber das ist der einzige wirkliche Punkt, den man wirklich verbessern könnte hier. Ansonsten richtig, richtig klasse. Thank you.
Wie gefällt es dir bis jetzt? Ja? Ich würde sagen, die Landschaft ist wunderschön, schöner als ich gedacht hätte. Und das lenkt auch dann wieder von den vielen Steigungen ab. Ja, so sieht übrigens das Symbol des Elsterradwegs aus. Wir sind momentan hier und habe noch so etwas mehr als einen Kilometer bis Adorf und 14 bis Oelsnitz. Wir sind jetzt aus Bad Elster raus und haben das auf einem ganz fantastischen, auf einem ganz tollen Radweg gemacht. So, ich weiß nicht, es war nicht sehr lang, ne? Es war total angenehm zu fahren. Da wird man so vom Zentrum am Parkhaus weggeleitet und dann, ich weiß nicht, so ein paar Kilometerchen sind direkt neben der Elster lang geführt, also schön asphaltiert und sehr schön grün. Und wir stehen jetzt gerade auf einer Brücke. Wir mussten nämlich eine Bundesstraße queren und da unten fließt die Elster. Genau so, schön asphaltiert, geht's weiter. Und so sehen die Aussichten aus, also nicht minder schlecht. Wir müssen mal sehen, also vielmehr ich muss mal sehen, ob ich, also bisher kann ich mich an die Sachen wirklich erinnern, was beim letzten Jahr dann passiert ist mit meinem Sturz. Ich bin mal gespannt, ab wo, was ich vorhin schon sagte, ab wann das für mich dann Neuland ist. Das müssen wir mal sehen. Jetzt geht es erstmal weiter gleich durch Adorf durch. Am Krankenhaus vorbei. Am Krankenhaus vorbei. Ich werde nicht winken. Und dann geht es nach Oelsnitz und Perspektive stand. Danach dann zur Talsperre Pirk eigentlich schon. Ne? Also ich muss gestehen, ich bin ziemlich gebügelt. Wir haben jetzt etwas über 50 Kilometer, zwar nur geschafft, aber mit den bisher 650 Höhenmetern für mich eine ganz ungewohnte Belastung, für Oliver auch. Und soll ja auch eine Trainingssache sein oder ein Trainingseffekt sein, aber es ist verdammt auf die Beine gehend. Und wir sind noch nicht ganz am Ziel. Jetzt sind wir immer noch in Richtung Oelsnitz unterwegs. Das dauert noch ein paar Kilometer und von Oelsnitz aus ist es dann nicht mehr weit bis zur Talsperre Pirk. Und das soll heute unser Campingplatz sein. Ja, wir müssen uns noch mal stärken. Wir führen uns gerade noch den einen großen Apfel zu Gemüte. Körnerriegel. Wir sind kurz vor Ebersbach. Ebersbach wiederum ist kurz vor Oelsnitz und die Steigungen bleiben recht knackig. Aber kein langgezogen. Ja, langgezogen. Aber richtig schöne Landschaft. Ich sag's, ich glaube, ich muss diese, so oft habe ich sie gesagt, aber ich muss es, glaube ich, rausschneiden aus dem Film. So eine Einblendung machen, dann immer schöne Landschaft. Schöne Landschaft, schöne Landschaft. Okay. Ja, mümmeln den Apfel zu Ende und dann geht es weiter. Wir haben Wasservorräte noch mal einmal ganz kurz ein bisschen aufgefüllt. Das teuerste Wasser, was ich seit langem gekauft habe, aber wir hatten nichts mehr in den Wasserflaschen. Das ist ja jetzt edles Wasser. Es ist also edles Bad Brambacher Abfüllung. Aber an der Elster direkt am Ufer schöpfen, das war uns doch zu heiß. Jetzt geht es weiter zum Campingplatz. Auf geht's. Manches stimmt mich doch froh, jetzt um
Viertel vor sechs haben wir den ersten Hinweis ausgeschildert bekommen auf die Talsperre Pirk. Wir fahren jetzt und biegen jetzt ab in die Talsperrenstraße. Es kann nicht mehr weit sein. Oh, es reicht auch wirklich weit. Warum müssen eigentlich die letzten Kilometer immer länger als die ersten Kilometer sein? Ja, kennt glaube ich jeder, oder? Wir fragen uns auch, weil da unten ist nämlich schon das Gewässer, was sicherlich der Talsperre Pirk zu verdanken ist, warum wir hier oben fahren müssen, wo das doch da unten alles ist. Ja, wer hat diese Straße gebaut? Okay, wir sind mittlerweile bei über 900 Höhenmeter. Das ist schon eine tolle Trainingseinheit. Man hätte sich nur gewünscht, die wären am Anfang gekommen. Da hätten wir noch mehr Körner gehabt. Aber 900 ist schon eine Hausnummer für uns. So, wir haben jetzt den Campingplatz gefunden an der Talsperre Pirk. Endlich. Es hat sich gezogen, oder? Es hat sich echt gezogen. Es hat sich gezogen. Wir haben auch was ganz Besonderes geschafft. Und zwar nicht nur 75 Kilometer Tagesetappe, das ist ja recht normal. Echt, wir haben 1002 Höhenmeter. Meine Beine sind brei. Ja, und das Allerbeste ist, wir kriegen hier noch Bier. Wir kriegen noch Bier. Bis 9 Uhr. Jetzt ist es 7 oder so? Ich hab. Das ist egal. Also kurz vor 7 oder irgendwie so. Ist mir auch Brause. Der einzige Nachteil, den wir hier haben, da führt eine Autobahn lang. Das ist mir jetzt so weit von egal. Ich freue mich auf Zelt aufbauen. Das muss unbedingt trocken werden. Duschen. Und das machen wir. Und vor allen Dingen duschen. Die ganz leider nicht mehr gewinnen. Ja, wenn dieses Feuer brennt, ist immer ein gutes Zeichen, dass man den ausbrennen lässt und das Essen schon über den Tisch ist oder fertig ist. Wir sind hier tatsächlich angekommen und das Zelt ist trocken geworden und wir haben Nudeln gekocht und sind die gerade am Wegessen. Es gibt einen Bierstand, der noch bis 9 Uhr, gesegnet sei der Herr, offen hat. Was wir nicht bekommen haben, ist sind Duschmarken, weil die Rezeption schon geschlossen hat. Jetzt haben wir uns schon darum mit abgefunden, dass wir uns anstinken müssen. Aber netterweise, eine Nachbarin gibt uns ihre Duschmarke. Und das soll wohl auch ausreichen für zwei Personen. Also jetzt Familiendusche. Ich weiß auch, warum die 1,50 € und 2 € nicht funktioniert haben. Die Duschmarke hat ein Loch in der Mitte. Ich weiß, der Automat wird wahrscheinlich da irgendwie so durchstechen. Ja, mein Sohn hat versucht, den Duschautomaten zu hacken anscheinend. Nix da. So, und was wir noch haben hier, was ja eine lustige Episode ist, ein anderer Nachbar hat gesehen, wie wir angekommen sind, wahrscheinlich erbarmungswürdigster Zustand, und hat gesagt, er hat doch tatsächlich 4 Rostbratwürstchen und eine Büchse Senf oder hier so ein Glas Senf übrig, und das haben wir vorher eingeatmet. Großes Dankeschön nochmal an den Herrn. So kann es eben auch gehen. Und an die Dame. An die Dame. So, und wir stärken uns jetzt mit dem zweiten Kapuziner-Weißbier. Hefe dunkel, naturtrüb. Ich weiß nicht, warum, wenn man dunkel ist, es noch naturtrüb sein muss, aber es schmeckt ganz hervorragend. Und damit ich euch erspare, uns beim Essen zugucken zu müssen, sage ich einfach, macht's gut, Leute. Wir würden uns freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid.